Besorgen E4, los geht's. Springer C6, was kommt denn jetzt? F5 oder? Tatsächlich, egal. Das Colorado Gambit. Dummerweise für ihn kenne ich das recht gut. Ganz wichtiger Zug hier. Dame D6 und jetzt D4. E6, Rochade, Springer F6. Nee, man, Springer F6, Rochade, Springer D7. Läufer F4 ist die Theorie. Die Variante habe ich mir nur letztens angeschaut, weil es gibt jemanden, den ich kenne, mit dem habe ich das geblitzt. Das ist laut Computer Riesenvorteil für Weiß. Wird aber gerne halt so als Spaß gespielt. A6, ja, aber das einfach hier mit Tempo. Entwicklung nicht besonders intensiv bei ihm. Okay, ja, Läufer F4 jetzt. Was ist das? Droht schon Springer G6 hier. Und wo will die Dame überhaupt hin? Ah, so macht er das. Springer F7, Dame F4. Gut, nehmen. Läufer E5 ist eh keine Drohung. Dame H5 Schach eventuell. G6, Dame E2. Bringt nicht so viel, ne? Einfach weiterentwickeln, oder? Einfach weiterentwickeln. Worüber denke ich groß nach hier? So eine me mega geile Dame hier. Na, jetzt kommen die Geschichten. Ah, der C2 hängt ein bisschen. Der C7 hängt auch. Das ergibt alles wenig Sinn. Läufer H3 habe ich da mit F3 immer. Das geht hinten und vorne nicht. Und der ist halt überhaupt nicht entwickelt. Ich nehme erstmal den C7 weg. Er nimmt auf C2, okay, kann er machen. Dann kommt Dame F3. Er sollte auf C2 nehmen, sonst hat er einfach einen Bauern weniger. Will er nicht, okay. Ja. Das interessiert doch keinen. Die Stellung ist gar nicht so klar. Soll ich den C2 decken einfach? Jetzt greife ich den E6 an. Nee, Läufer E5. Läufer E5, jetzt droht Turm G3 sehr stark. Mein Läufer ist super stark hier auf E5. Das ist die Idee. Er kann natürlich Läufer C2 machen. Wieso? Jetzt decke ich auch den C2 en passant. Das droht der hier super stark, ne? Wahrscheinlich macht er Läufer E4, weil er nur das sieht. Und dann kommt Turm G3 und dann kann er aufgeben. Turm G3 ist sowieso ex. Ja, schon gedacht. Turm G3. Achtet überhaupt nicht auf Gegendrohungen, nur auf das, was er machen kann. Und jetzt schlage ich. Jetzt muss er die Dame opfern, ne? Zum Colorado Gambit könnte ich mal eigentlich ein Video machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt so super gespielt habe. Ich weiß, dass nach A6 Läufer C6, BC6 Weiß besser steht. Es gab aber Varianten in der Partie, wo ich gesagt hätte, ja, wenn das aber so macht und nicht so, wenn er den C2 zum Beispiel genommen hätte und dann mit dem Läufer wieder zurück, dann bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ketanus, danke dir. Warum tut mir denn mein Zahn hier weh? So ein bisschen. Ah, ich weiß warum. Ich habe da heute irgendwas zwischenbekommen. Naja. Deswegen. Beim Essen was zwischenbekommen. Ja. Ja, Gunsling, das weiß ich nicht. Das ist sowieso sehr seltsam, dass die Leute viel zu schnell spielen. Generell.
Es macht auch wenig Sinn, sich diese klassische Arena reinzuziehen und dann irgendwie runter zu blitzen. Also diese 20 plus 10, plus 10 sind ja dafür gedacht, dass man auch mal ein bisschen länger nachdenkt halt, ne? Schaffst du es, den Namen des Gegners dreimal hintereinander? Rivanlal Ruaisela. Meine Güte. Ja, das ist kompletter Unsinn. Turm G6. Wenn er hier nimmt, kommt Turm schlicht G7, Zwischenschach. Und ich habe hier einen ganzen Figur mehr und wahrscheinlich, nee, das ist matt einfach. Also das war Quatsch. Das ist einfach matt.